Name ist Jonas Vogel, bin stellvertretender Küchenchef hier in der Traube Tonbach und zusammen mit meinem Küchenchef Florian Stolte zuständig für die Köhlerstube und die Bauernstube. Unser Fleisch haben wir uns schon vorbereitet, das wird abgebadet, danach wird es nochmal kurz ruhen gelassen und dann eben in der Grillpfanne fertig gemacht. Für die Gemüsegarnitur haben wir ein bisschen Rosenkohlblätter zugeputzt, haben wir Rosenkohl geschmort, Schwarzwurzeln zugereitet, geschält, in Milch gegart und eben ein paar Herbsttrompeten, die wir eben auch zuputzen, die dann nur noch kurz in Butter angeschwenkt werden. Kurz vorm Fertigstellen vom Fleisch kommt noch ein Barbecue-Lack drüber und geröstete Zwiebeln mit Schnittlauch, dass es nochmal so einen kleinen Kick nach vorne gibt. Also wir fangen an mit der Schwarzwurzelcreme. Kommen zwischenrein arrangiert unsere geschwenkten Herbsttrompeten, die gebackene Teigtasche, unser geschmorter Rosenkohl, drei schöne Schwarzwurzeln, die wir einfach in einem Staub gewälzt, die wir aus Pastinakenschale und Zitronenabrieb gemacht haben, geschwenkte Rosenkohlblätter, einfach in Butter und Geflügelfond ein bisschen glasiert, für eine Garnitur frittierte Schwarzwurzeln als Chip. Wir haben uns noch einen Staub gemacht aus getrockneten Tomatenschalen. Es gibt ihm einfach noch so eine kleine Frische. Dann wird unser Fleisch angelegt, zwei schöne Tranchen als Menüportion.